Hallo, herzlich willkommen zurück bei einer wunderschönen neuen Folge. Wir sind bei The Wizard World. Und wir sprechen mit dem Vollsympath, unserem Ben. Erstmal gucken wir. Das ist mein Bruder Ben. Ich werde nie so gut jonglieren können wie er. Das sagt er mir bei jeder Gelegenheit. Ja, das. Solche Leute kenne ich. Da wird nicht drauf geachtet, dass man Fortschritte macht oder dass irgendwie besser wird oder man es versucht auch einfach nur. Nein, es wird immer nur runtergemacht, so du bist ja immer noch nicht so gut, bist ja immer noch nicht besser, bla bla bla. Darf ich auch mal? Du und jonglieren? Ha! Du würdest doch selbst deine Nase fallen lassen, wenn sie nicht festgewurzelt wäre. Jonglieren ist etwas für Macher, nicht für so zaudernde Grübler wie dich. Hallo, Ben. Hallo, Schlafmütze. Wie oft muss ich dir eigentlich noch sagen, dass die Proben bei Sonnenaufgang beginnen? Ich kann nichts dafür. Ich habe so schlecht geschlafen. Schlecht geschlafen? Was soll das heißen? Doch nicht schon wieder diese Albträume. Das sind keine gewöhnlichen Albträume. Es wirkt alles so echt. Das Beben, die zerklüfteten Felsen. Himmel, Sedgwick. Jetzt reiß dich mal zusammen. Du bist ein Clown, ein Gaukler. Du sollst die Leute fröhlich machen und nicht deprimieren. Naja, der nimmt uns nicht ernst. Kann ich verstehen, dass der kleine Sedgwick da so traurig ist. Wann ist unser nächster Auftritt? Ach, wer weiß. Dieser Landstrich ist genauso leer gefegt wie die letzten, durch die wir gezogen sind. Die Menschen verlassen das Land. Sie haben Angst vor dem Ende. Oh, was für Ende? Kann ich jemand anderes den Clown spielen? Und was willst du dann machen? Eine Löwendressurnummer? Sieh es ein, Sedgwick. Du bist einfach nicht talentiert genug für die wichtigen Nummern. Du kannst nicht jonglieren, du kannst keine Torten werfen. Nicht einmal deinen Trick mit dem Kanonenschuss beherrschst du. Vielleicht habe ich auch einfach keine Lust auf hupende Nasen und Furzgeräusche. Wir könnten doch auch anspruchsvolle Unterhaltung machen. Was denn zum Beispiel? Wie wäre es mit Theater? Ha, Theater. Diese schwülstigen Angeber versteht doch kein Mensch. Weißt du, warum die Leute den Zirkus lieben? Weil sie dabei nicht nachdenken müssen. Ah, verstehe. Wenn jemand also auf der Suche nach einer richtigen Hohlbirne ist? Dann ist er bei mir genau an der richtigen Adresse. So ist es. Alles klar. Nee, warte mal. Schon gut. Die Idee mit dem Theater ist gestorben, aber... Dann ist er bei mir an der richtigen Adresse. So ist es. Alles klar, ne? Who am I to judge? Bitteschön. Selbstreflexion, ganz, ganz wichtig heutzutage. Ich habe ein paar Gedichte geschrieben. Oh, bitte. Verschon mich mit deinen Gedichten. Glaub mir, dieses verkopfte Gejammer braucht niemand. In dunkelster Nacht schleiche ich an den Spiegel. Ich blicke hinein und sehe den Clown. Je lauter er lacht, desto mehr wird mir übel. Oh, finstere Welt voller Schmerzen und Grauen. Tja, Sedgwick, und genau das ist der Grund, warum niemand dich mag. Wenn du schon etwas dichtest, könnten es wenigstens lustige Limericks sein. Limericks? In dunkelster Nacht schlich der Clown zum Spiegel sein Bild zu beschauen. Das Bild lachte frech, dem Clown wurde schlecht. Oh, finstere Welt voller Grauen. Okay, also keine Gedichte. Aber... Aber komm, Philosophie. Was hältst du von Philosophie? Was für ein Ding? Was könnte unterhaltsamer sein, als die Natur des Universums zu hinterfragen? Es bleiben zu lassen? Hast du noch so eine grandiose Idee? Irgendwas Intelligentes halt. Hör mal. Wir verdienen gutes Geld, ohne wirklich etwas herzustellen. Was könnte intelligenter sein? Du hast recht. Zirkus ist die einzige lohnenswerte Unterhaltungsform. Spar dir deinen Sarkasmus. Niemand mag bissigen Humor. Übe lieber dein Rülpsalphabet. Okay. Oder den Kanonenschuss. Ich glaube, meine Albträume haben etwas zu bedeuten. So ein Unsinn. Träume sind nichts weiter als ein Rückzugsort für Versager. Das ist dasselbe wie mit deinen Büchern oder deinen Gedichten. Es wird Zeit, dass dein Leben in der Realität stattfindet. Ernst des Lebens, klingelt da etwas? Geht es dabei um bunte Bälle und Clownsschminke? Mann, Sedgwick, du bist echt anstrengend. Wach endlich auf und mach dich nützlich. Aber es ist doch so. Er soll die ganze Zeit den Clown spielen. Das heißt, einfach irgendwelchen Blödsinn machen und andere Leute einfach zum Lachen bringen, indem es alles irgendwie hohl ist, wie er ja selber sagt.
und alles irgendwie komplett seicht ist. Das hat aber nichts mit dem Ernst des Lebens oder sonst irgendwas zu tun oder mit etwas Sinnvollem machen oder sowas. Das ist einfach nur tun. Zirkus ist schwer, sicher. Aber so wie er es jetzt gerade darstellen lässt, das scheint auch so einer der Fraktionen zu sein. Haben wir schon immer so gemacht, warum sollen wir jetzt daran was ändern? Festgefahrene Gedankenwelten. Gibt es etwas zu tun? Hast du etwa schon wieder vergessen, was deine Aufgaben sind? Du hast es dir doch extra aufgeschrieben. Ach das? Das meine ich nicht. Ich würde gerne etwas Sinnvolles mit meiner Zeit anfangen. Etwas Bedeutungsvolles. Nicht diese deprimierende Alltagsroutine. Je früher du damit anfängst, desto eher kannst du... Hey, verdreh nicht so deine Augen, junger Mann. Pflicht ist Pflicht. Am besten, du probst als nächstes deinen Kanonenkugeltrick. Oder du guckst dich in der Gegend um. Vielleicht findest du jemanden, der sich unsere Vorstellung ansehen möchte. Dann mache ich lieber das Zweite. Bis später. Ja, bis bald. Und denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Clown. Du hast nun alle Grundlagen des Spiels erlernt. Viel Spaß in The Whispered World. Danke. Oh, dann gehen wir doch mal hier zur Tür. Und gucken mal rein. Diese tolle Petroleumsuppe wartet da ja auf uns anscheinend. Huch. Also da sind Frösche eingesperrt. Ich habe irgendwo... Hier ist ein Gebiss. Hier ist anscheinend irgendwas Schlangenmäßiges oder so. Ja, irgendetwas, was Feuer spuckt. Irgendeine Larve. Hier hinten Augen. Zwiebeln? Ach nee, Knoblauch. Naja gut, ist eine Knoblauchzwiebel. Passt schon. Ja, das ist schon ein bisschen strange hier. Noch mehr Rezepte. Mehr hast du nicht zu sagen? Opa kocht mit viel Enthusiasmus, aber leider mit wenig Talent. Vielleicht sollten wir tatsächlich darüber nachdenken, einfach gleich das Kochbuch zu essen. Das würde uns allen einiges ersparen. Ja, Aufwand schon, aber meinst du das wirklich besser? Tja, das sind tatsächlich ganz normale Rezepte. So viel zu meiner Theorie, dass Opa nach einer Anleitung zum Köderfischen kocht. Tja, das sind tatsächlich ganz normale Rezepte. So viel zu meiner... Du Opa! Von wem hast du eigentlich die ganzen Rezepte? Das ist ein Geheimnis, Junge. Aber eins darf ich verraten. Sie sind sehr wertvoll. Also bring sie bitte nicht durcheinander. Das habe ich den Sumpftroll versprechen müssen. Er hat also von einem Sumpftroll bekommen. Kochen ist Opas Aufgabe, nicht meine. Nicht, dass ich mich nicht angeboten hätte. Aber Ben wollte es nicht. Da kann man mal sehen, was für eine schlechte Meinung er von mir hat. Ich meine, also Petroleumsuppe. Hallo? Schlimmer kann es ja nun wirklich nicht sein als Petroleumsuppe. Also jetzt mal, ne? Regenwurmblut. Die Flasche ist schon fast wieder leer. Ja, wird's Zeit. Lieber nicht. Das Regenwurmblut muss noch für den ganzen Winter reichen. Als wir den Vorrat letztes Mal auffüllen mussten, lag Schnee. Es war die Hölle. What the fuck? Unerreichbar, wie so vieles. Biberaugen. Opa benutzt sie zum Kochen. Er nennt das Rezept Augenschmaus. Boah, dann will ich nicht wissen, was er als Gaumenschmaus kocht. Opa sagt, wenn man sich erst einmal dran gewöhnt hat, schmecken sie gar nicht so übel. Er sagt aber nicht, wie lange es dauert, bis man sich dran gewöhnt hat. Wahrscheinlich ein paar Jahre, ne? So, das haben wir angeguckt. Oh, hier ein Haarnetz. Opas Haarnetz. Er benutzt es immer, wenn seine Haare nicht nass werden sollen. Zum Baden, zum Kochen und zum Schlafen. Und das kann das Haarnetz? Ja, lecker. Es geht doch nichts über das belebende Gefühl von Läusen, die zwischen den Zähnen hin und her krabbeln, nicht wahr? Oh, das kann man mitnehmen. Sehr gut. Opas neueste Kreation, Petroleumsuppe. Schwer bekömmlich, leicht entzündlich. Und außerdem eine Gefahr für alle niedrig fliegenden Vögel der Umgebung. Der Plan ist bestimmt, dass die Petroleumsuppe dann die Vögel benommen macht, dann fallen die runter, dann kann man die verarbeiten und dann essen. So, super Idee.
Weiß nicht, was er hat. Vielleicht sollte ich Spot zuerst probieren lassen. Ist schon gut, Spot. Ich mach doch nur Spaß. Okay, wenn selbst das Haustier, also sei es jetzt Hund oder Katz oder was auch immer, wenn die das schon nicht wollen. Eieieiei. Opa hatte schon immer ein Herz für Tiere. Ja, sie einzusperren anscheinend. Ich lass ihn lieber da drin. Ihn durch den Flaschenhals zu friemeln wäre sicher kein Spaß. Für uns beide nicht. Zu friemeln? Das sind nicht seine dritten, sondern bereits seine fünften. An den letzten beiden war der Holzwurm. Und hier ist es auch nur noch eine Frage der Zeit. Aus Holz? Das nehme ich garantiert nicht in den Mund. Es ist weder meine Größe noch meine Geschmacksrichtung. Ach komm, hab dich nicht so. Starker Biss. Auch im hohen Alter. Ach, aber mitnehmen tust du es, ja? Tut mir leid, aber das nehme ich nicht in den Mund, ausgehend von der Basis, dass sich Opa darin bereits die Nase geschneuzt hat. Ach so, na dies kann ich ja wohl verstehen, aber denkst du, du weißt wirklich, dass er sich die Nase darin geschneuzt hat? Willst du es mitnehmen? Ach klar, komm. Mund geht nicht, aber in die Tasche geht's. Klar. Die Tür der Franche. Ah, ein Knoblauch. Tja, das sind tatsächlich ganz normale Rezepte. So viel zu meiner Theorie. Ach ja, Koch. Warum habe ich jetzt Knoblauch gelesen? Opa kocht mit viel Enthusiasmus. Vielleicht sollten wir das, würde uns allen ein. Kochen ist ob nicht, dass ich mich nicht da kann, Mama. Ich meine. Ja. Okay. Können wir vielleicht irgendwie. Ich habe mal eine Liste mit meinen Bärenkrall. Ben hat den Schlüssel sicher nur versteckt, um. Ich bin ja schon ruhig. Ach so, zuschließen und Schlüssel weg. Das ist Opas Schau. Er gräbt damit nach den Kompost und ich. Opa benutzt die Schaufel, um Zutaten für die Suppe aus dem Komposthaufen auszugraben. Ich dachte aber auch zum Umrühren der Suppe, hat er doch gesagt. Das sind nicht seine an den letzten. Und hier ist es. Ich glaube, hier können wir jetzt wirklich erstmal nichts machen. Nein. Okay. Zuckt hier sowieso nicht. Komm, dann gucken wir mal Opa an und reden mal mit Opa. Vielleicht hat der noch was. Opa sieht heute noch älter aus als sonst. Ist ja klar. Letztes Mal hast du gestern angeguckt, war er jünger. Hallo, Opa. Oh, hallo, Ben. Du siehst ganz anders aus. Hast du einen neuen Hut? Ich bin nicht Ben, Opa. Ich weiß, Ben. Sie machen die Hüte nicht mehr so wie früher. Ich bin Sedgwick. Als ich noch ein kleiner Clown war, da gab es noch richtige Hüte. Mit großen, festen Bommeln. Sedgwick, dein Enkel. Ich konnte mit meinen Bommeln einen ausgewachsenen Ochsen K.O. schlagen. Ich weiß, das arme Tier. Aber damals trug man die Hüte eben so. Was hast du auf dem Herzen, Ben? Ich wünschte, du würdest mich nicht immer mit Ben verwechseln. Ja, die Welt ist ein Jammertal, wenn man jung ist. Alle sind gegen einen. Aber es gibt Schlimmeres als zwickende Hüte und zwickende Hemdsärmel, weißt du? Wie immer lausche ich dir gebannt, Opa. Im Alter kommen noch zwickende Schmerzen und zwickende Hosen hinzu. Das, mein Junge, ist die wichtigste Erkenntnis, die das Alter für dich bereithält. Weite Hosen sind die treuesten Freunde, die du dir wünschen kannst. Das stimmt. Hat er es schon wieder geschafft, das Thema auf seine Hose zu lenken.
Ich habe schon wieder einen dieser schrecklichen Albträume gehabt. Es gibt einen Reim zu diesem Thema, den ich noch aus meiner Jugend kenne. Leider ist er mir entfallen. War es vielleicht Träume sind Schäume? Was, so ein Unsinn! Träume sind keine Schäume! Schäume sind sehr nützlich! Unsere Wurftorten bestehen fast nur aus Schaum. Außerdem rühre ich mir morgens immer einen Löffel Rasierschaum in den Kaffee, damit er länger warm bleibt. Und das funktioniert? Nein, aber man bekommt schreckliche Kopfschmerzen davon. Und wenn du Kopfschmerzen hast, ist dir egal, ob der Kaffee kalt ist. Ja, Lifehack. Gleich mal morgen ausprobiert. Sag mal, Opa, du hast doch viel erlebt. Ha, das will ich meinen. Frag mich ruhig so viel, wie du nur tragen kannst. Was weißt du über den Herbstwald? Der Herbstwald ist ein verwunschener Ort voller Geheimnisse. Seltsame Kreaturen wohnen darin. Aber lange nicht mehr so viele wie früher. In der Vorzeit haben hier die unterschiedlichsten Völker gelebt. In zahlreichen Ruinen und Höhlen findet man noch immer ihre Spuren. Als ich als Kind hier war, stand das halbe Tal noch unter Wasser. Jetzt gibt es nur noch den kleinen See mit der Insel. Und am Meer kann ich mich im Moment nicht erinnern. Kein Wunder. Du kennst ja nicht einmal mehr deine Haarfarbe, wenn du eine Stunde lang nicht in den Spiegel guckst. Aber ich weiß noch, dass sie mit G beginnt. Das zählt nicht. Du rätst nur. Aber ich habe recht. Ja schon. Siehst du, und mehr will ich gar nicht wissen. Oh, bitte lass es gelb sein. Oh, bitte lass es gelb sein. Ach, der Opi. Was weißt du über Albträume und Visionen? Ich weiß genug darüber, dass ich mir nicht anmaße, eine Meinung dazu abzugeben. Nur echte Orakel können Träume deuten. Und auch nur sie können dir sagen, ob es sich um eine Vision handelt. Ich dachte auch einmal, ich hätte eine Vision, weißt du? Ein Engel erschien mir und sprach, dass meine Hose dir einst die Welt retten wird. Ich war so aufgeregt. Ich machte Pilgerfahrten, scharte Jünger um mich und veranstaltete Gottesdienste. Und das ohne jemals die Hose zu wechseln. Schließlich offenbarte mir eine Zigeunerin, dass alles nur ein Albtraum war. Oh je, Ben, du kannst dir kaum vorstellen, wie sehr ich mich geschämt habe. 5 Jahre Kloster und das Ganze nur wegen eines Peperoni-Auflaufs vor zu Bett gehen. Aber, ja, Dunning-Kruger-Effekt, oder Dunning-Kruger. Der Opa weiß genügend, dass er weiß, dass er nichts weiß. Das ist ja wunderbar. Und dann hält er lieber die Klappe. Anders als heutzutage überall auf Facebook und VK und Twitter und wie sie nicht alle sich schimpfen. Ja. Wir gehen immer so von 82 Millionen Bundestrainern zu 82 Millionen Außenministern zu 82 Millionen Polizeipräsidenten zu 82 Millionen Virologen. Es ist ja alle, immer. Weißt du was? Ich schlage es einfach selber nach. Ja, sicher ist sicher. Ich wirke zwar noch immer sehr klar im Kopf, aber manchmal geraten mir doch hier und da ein paar Details durcheinander. Bis später. Kopf hoch, Ben. Auch wenn wir nicht Ben sind, kann man hier irgendwie die Schaufel benutzen? Ich sollte die Sachen, die ich mit mir rumtrage, lieber nicht nass machen. Ich will ungern an einer Blasenentzündung sterben. Klingt doch nass, eine Hose, die kalt wird. Auch herrlich. Gut, wollen wir hier nochmal... So, ne, 2 Gelenke und so haben wir jetzt immer noch nicht, dass wir hier rein können und den Ofen aufmachen können. Kann man die jetzt nehmen? Ich komme nicht ran, aber Ben will sowieso nicht, dass ich sage. Er sagt, sie hängen danach immer so jämmerlich nach unten. So wie deine Schlappohren hier. Aber ich finde die Schlappohren cool. Das muss so bleiben. Ob ich damit wohl rankäme? Ich tu mal so, als hätte ich's probiert und wäre gescheitert. Darin habe ich ja eh Übung. Ob ich damit wohl rankäme? Ich tu mal so, als hätte ich's probiert und wäre gescheitert. Darin habe ich ja eh Übung. Vor allem, wie er das gerade uns so angeguckt hat, dabei so...
Ich tu mal so, als hätte ich's probiert und wäre gescheitert. Boah, voll creepy. Ja, dann würde ich sagen, geht's ab in den Wald. Wo willst du hin? Oder auch nicht. Ich wollte mich ein wenig im Wald umgucken. Verlauf dich nicht. Keine Sorge. Und Ben interessiert sich sowieso nicht, Ben. Ist dann nur schade für dich, dass du niemanden mehr hast zum Rumschubsen. Hä? Das hätte ich dir gleich sagen können bei deinem Orientierungssinn. Okay, der war gut. So, passiert das jetzt nochmal oder können wir jetzt raus? Hä? Das ist wie blinde Kuh ohne Augenbinde. Komm, wir probieren das noch ein paar Mal. Irgendwann muss es doch klappen. Ach ne, jetzt geht er nur noch da raus und wieder rein. Hä? Das wird von Mal zu Mal lustiger. Der Arsch. Hä? Das wird von Mal. Na gut, okay. Dann lass uns doch nochmal mit Ben reden. Hallo Ben. Worum geht's denn diesmal? Warum verlaufe ich mich immer? Weil du zu nichts zu gebrauchen bist. Darum, dein fehlender Orientierungssinn ist nur ein weiterer Eintrag auf der langen Liste deiner Unfähigkeiten. Ohne Karte und Kompass könntest du nicht einmal deine Füße finden. Und was soll das jetzt? Ich suche meine Füße, damit ich dich für die Bemerkung treten kann. Woher bekomme ich eine Karte? Ich habe eine Karte im Wagen. Es wird aber nicht ganz leicht sein, sie zu finden. Warum? Du weißt doch, wie senil Opa ist. Ich habe die Karte versteckt, weil er sie immer mit einem seiner Kochrezepte verwechselt. Ach ja, ich erinnere mich. Wenn ich jemals wieder Nordosten essen muss, übergebe ich mich. So viel steht fest. Woher bekomme ich einen Kompass? Ich glaube, Opa hat einen. Frag ihn doch mal. Na toll. Da kann ich ja genauso gut Bruno fragen. Opa ist so senil, er kann kaum zwei zusammenhängende Sätze sagen, ohne die Frage zu vergessen. Ich mag vielleicht senil sein, aber ich habe immer noch zwei Ohren. Mit denen ich sehr gut sehen kann. Oh, Backe, das wird anstrengend. Oha. Bis später. Ja, und denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Clown. Toll. So, okay. Ich hab das nochmal mit dem draufgetroffen. Okay, jetzt geht also so ein bisschen die Thematik los, dass wir hier... Können wir... Fassbot, worauf wartest du? Willst du mich denn gar nicht beschützen? Fassbot, worauf... das könnte tatsächlich klappen. Hey, Spot, ich brauche deine Hilfe. Wir müssen den Ofen aufbekommen. Meinst du, du schaffst das? Na dann mal los. Oh. Oh, ist ja knuffig. Ach, ganz übel. Ach, wie cool. Ich habe jetzt eigentlich nur Mist ausprobiert. Eine Schatulle. Hey, das ist doch Bens Schatulle. Was hat die denn im Ofen zu suchen? Versteckt, garantiert.
Warum sollte ich pusten? Da ist kein Feuer im Ofen, nur diese Schatulle. Noch sinnloser als aus dem Nähkästchen zu plaudern, ins Nähkästchen reinplaudern. pass auf, wir können doch bestimmt die Schatulle damit. Ob das der Schlüssel zu Bens Schatulle ist? Ja, passt, die Schatulle ist offen. Na siehste, und da haben wir hier unsere Karte jetzt. Jetzt sollte ich mich eigentlich nicht mehr verlaufen. Na sehr gut. Nein, das ist keine Speisekarte, sagte der Clown, aber niemand lachte. Oh, Alter. Matthias, hast du hier wieder insgeheim, ne? Jetzt ist sie leer. Mitgeschrieben. Noch sinnloser als ein Snack. Ich hatte mal eine Schatulle für meine Milchzähne. Sie waren mir sehr wichtig. Aber dann hat Ben sie entdeckt und in einen Sketch eingebaut. Ich glaube, es ging um eine Kneipenprügelei. Okay, Matthias äußert sich nicht. Nicht nötig. Meine Situation ist auch so schon verschachtelt genug. Opa sollte das Haarnetz wegschließen. Es könnten Diebe kommen. Und das Haarnetz stehlen. Merk schon. Nicht so wahrscheinlich. Nee, so wie du vielleicht. Ja, lecker. Es geht doch nichts über das belebende Gefühl von Läusen, die zwischen den... Ich habe gerade beschlossen, dass ich niemals so alt werden möchte wie Opa. Ich sollte das Haarnetz nicht kaputt machen. Ich finde ja jetzt bereits immer ein Haar in der Suppe. Nicht auszudenken, was passiert, wenn Opa die Haare beim Kochen offen trägt. Es ist nicht meine Aufgabe, Opas Haarnetz zu entlausen. Ach so. Okay. Es geht also doch noch schlimmer. Wer hätte das gedacht? Ja. Du musst das Positive sehen im Leben, Sedgwick. Du musst das Ich sollte das Haarnetz nicht kaputt machen. Ich finde ja nicht aus... Opa lässt seine Haarnetze extra aus Aschernot importieren. Nur dort haben sie die extra reißfesten Maschen, sagt er. Mhm. Opa sollte das Haarnetz weg... könnten... Und das... nicht so wahrscheinlich. Ach cool, jetzt können wir hier... Habe ich nicht schon genug kaputt gemacht? Nein. Die sollte ich lieber nicht verbuddeln. Die brauche ich noch. Habe ich nicht schon genug kaputt... Nein. Ich glaube, daraus ließe sich was basteln. Leider hält es noch nicht zusammen. Ich bräuchte eine Art Klebstoff. Wie soll man denn darauf kommen, ein Gebiss mit einer Bärenkralle zu verbinden? Ich sollte das Haar... Ich finde ja nicht... Ich sollte das Haar... Habe ich nicht schon genug? Wo bewahrt Benno seine Nagelschere auf? Alter. Das sollte ich lieber, das brauche ich. Die sollte ich lieber nicht ver... Die brauche ich noch. Okay, damit kann man nur verputzen. Opas Zähne müssten tatsächlich mal wieder geputzt werden. Aber das macht er besser selbst. Bitte lass das nur Spinat sein. Ich habe gerade beschlossen, das sollte ich lieber nicht... Das brauche ich noch. Opas Nase zu putzen steht nicht auf meiner To-Do-Liste. Offenbar ist sein Schnupfen besser geworden. Ach so, sonst hättest du es machen müssen. Habe ich nicht schon gesehen. Ich bin überfordert. Ich bin überfordert. Oh, shit. Das sollten wir als Sound machen und dann auf irgendeinen so einen schönen Button machen. Wo man so draufdrücken kann und dann spielt er einen Ton ab, so einen richtig großen und dann auf Arbeit auf den Bürotisch stellen. Und dann immer so, wenn gerade zwei Anrufe kommen oder sowas, oder einer dasteht und ein Anruf kommt. Ich bin überfordert. Oder mal wieder irgendeine sinnlose Anforderung reinkommt oder so, dann drückst du drauf und dann... Ich bin überfordert. Schön. Kann man mit dem Taschentuch und dem Spot braucht machen? Kein Taschentuch. Er hat keine Nase. Ja, na gut. Dann. Ja, Ben dachte auch mal, dass das eine lustige Idee ist. Er konnte 2 Wochen lang nicht jonglieren. Ich war selten so stolz auf Spot. Spot braucht kein Haarnetz. Und er schämt sich auch nicht für seine Glatze. Ne, muss er auch nicht. Sieht super aus mit seiner Glatze. Gott sei Dank hat Spot keine Krallen. Wer weiß, was er damit anstellen würde. Kratzen. Ich habe Spot bereits etwas zu... Gut. Guck mal, Spot. Wir haben Bens Karte. Endlich kommen wir weg von hier.
Spot spielt gerne mit leeren Schachteln. Es ist irgendwie traurig, wie einfach es ist, ihn glücklich zu machen. Aber auch schön. Ja, geh, geh. Ah, okay, gut. Dann haben wir jetzt zumindest schon mal die Karte. So, ja, und den Kompass, ne? Da müssen wir den guten Opa befragen. Das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Cheerio.